Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die im Gebäude 16 in Hörsaal 5 eingebaute Video- und Audiotechnik für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder für hybride Lehrformate nutzen kann. Dafür habe ich hier natürlich meinen Laptop aufgebaut und ich schaue jetzt auch erstmal in die dort eingebaute Kamera und spreche in das eingebaute Mikrofon und schalte jetzt mal auf die Rückkamera meines Laptops um, kurz. Dann sieht man nämlich den Hörsaal und dann sieht man in der Mitte da so auf diesem kleinen Podest eine PTZ-Kamera, eine Schwenk- und Zoom- und tiltbare Kamera. Und auf die schalte ich jetzt mal um. Die nennt sich in Zoom WebPresenter HD. Und das ist jetzt schon mal das Kamerabild von dieser Kamera da in der Mitte. Und genauso schalte ich jetzt mal noch auf den zugehörigen Ton zu, der nennt sich auch Mikrofon WebPresenter HD. Und das ist jetzt im Prinzip das Mikrofon. Zeige ich gleich ein bisschen größer, was ich hier umzuhängen habe, was auch für den Hörsaalton sorgt. So, jetzt ist die Kamera, wenn man die einschaltet, erstmal in so einer totalen. Dazu gibt es eine Fernbedienung, mit der kann man jetzt ein bisschen zoomen. Man kann schnell zoomen und man kann auch ein bisschen langsamer zoomen. Und es gibt auch drei Tasten. Für Voreinstellungen, für Presets, da klicke ich jetzt mal drauf. Man muss, glaube ich, ein bisschen auf die Kamera zielen. Das ist jetzt Stufe oder Preset 1, so sieht die Fernbedienung aus. Hier oben sind diese Nummerntasten. Das ist ein Zoom auf das Pult. Dann gibt es noch ein Preset 2, der zeigt so eine Halbtotale, würde ich sagen, also Pult und Tafel. Und dann gibt es noch ein Preset Nummer 3, der zeigt jetzt eben hauptsächlich die Tafel. Und hier könnte man jetzt natürlich wunderbar hergehen und irgendwie was an die Tafel schreiben und so eine klassische Tafelvorlesung machen, die aufzeichnen oder in die große, weite Welt übertragen, wenn man das dann möchte. Und tja, so jetzt im Bild schaut das auf den ersten Blick erstmal gar nicht so schlecht aus, was der Kamera jetzt hier mit Sicherheit das Leben nicht einfacher macht, ist, dass dann noch das ziemlich helle Beamerbild im Hintergrund ist. Natürlich kann man jetzt in so einem Format auch noch eine Bildschirmfreigabe machen. Ich gebe jetzt mal hier einfach die Webseite der Uni frei als Beispiel. Und dann sollte man jetzt mein Kamerafenster in der Aufzeichnung natürlich irgendwie relativ klein sehen und dafür das Beamerbild groß. Und jetzt könnte man natürlich auch in so einer Bildschirmfreigabe zum Beispiel mit einem Stift auf ein Zeichentablet hier schreiben oder eben direkt auf den Bildschirm schreiben, anstatt die Tafel zu benutzen. Und man kann natürlich auch wunderbar Kamerakacheln an die Projektionsfläche projizieren, wenn man hier mit Zoomies zusammenarbeiten möchte. Und man hört auch den Zoom-Ton ganz komfortabel über die Lautsprecher hier im Raum. Was ich jetzt nur mal zum Vergleich noch kurz ausprobieren möchte, ist, ich habe noch ein, also das ist das normale Hörsaalmikrofon und hier habe ich noch ein zweites Mikrofon. Das ist eins, was ich sonst immer verwende, ein Holyland Lark 150. Auf das schalte ich jetzt mal um. Und das weiß ich nicht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, keine Ahnung. Das interessiert mich mal nur persönlich, wie das so im Vergleich klingt. Ansonsten eigentlich ein sehr schön einfaches Setup. Das Einzige, was man hier an seinem Laptop tun muss, ist, man muss ein HDMI-Kabel anschließen, damit das Bild aus dem Laptop rausgeht und das Audiosignal zur Projektionswand und zu den Boxen. Und man muss noch ein zweites USB-Kabel anschließen. Über dieses USB-Kabel kriegt man das Signal dieser Kamera und das Signal des Hörsaalmikrofones, auf das ich jetzt nochmal zurückschalte, hier in diesen Laptop rein. Und deshalb ist das insgesamt eine sehr schöne, hochqualitative, einfach und intuitiv nutzbare Technik hier in diesem Hörsaal für Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder hybride Lehrformate.